Leute, 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 here we go again. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich freue mich sehr und yep, wir machen heute weiter mit bei Gina Lisa läuten die Hochzeitsglocken. Und ich hoffe, ein paar von euch schauen immer noch Richtung Tür. Wenn ihr die ganzen Folgen sehen wollt, checkt mal den Link in der Videobeschreibung. Und wenn ihr meinen Channel noch nicht abonniert habt, macht es auch sehr, sehr gerne. Ich würde sagen, wir steigen jetzt direkt rein. Und was soll ich sagen? Selbst die Verwirrung ist so ein bisschen verwirrt. Gina Lisa hat aktuell 2 Eisen im Feuer, Flocke und Steffi, mögliche Kandidaten und Kandidatinnen für eine Hochzeit. Und ja, Flocke weiß noch gar nichts von seinem Glück, von seiner Nebenbuhlerin. Ich telefoniere häufiger mit Flocke, fast jeden Tag. Ich habe ein bisschen Bauchschmerzen und so. Mir geht es jetzt nicht so gut, weil ich ihm jetzt sagen muss, dass er nicht der Einzige ist. Also, dass es halt dann noch jemanden gibt. Grummel. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber diese Bauchschmerzen übertragen sich ja direkt auf einen. Also, ja, natürlich alles hier gescriptet und man muss das alles mit Humor nehmen. Und Flocke. Flocke wird jetzt sehr, sehr überrascht sein, dass Gina Lisa mit so einer pikanten Nachricht um die Ecke kommt. Hallo Flöckchen. Na, mein Sonnenschein. Hallo. Schatz, ich muss dir mal was sagen. Erzähl. Du weißt ja, wir lernen uns ja kennen und du bist ja wie mein Seelenverwandter und du bedeutest mir auch richtig viel und ich mag dich wirklich sehr. You're the one for me. Wir kennen uns schon jetzt bestimmt. Insgesamt haben wir uns gesehen 10 Tage oder so. Nein, okay, plus Forsthaus Rampensau, das waren bestimmt 14 Tage. Und ja, das merkt man doch sofort. Du bist mein Seelenverwandter, okay? Kurz vorher war es Diogo, Steffi kann es irgendwie auch sein. Aber you're the one for me. Aber ich date mich noch mit jemandem. Aha. Im Prinzip war das für mich ein Schlag ins Gesicht, weil das ist für mich wie Fremdgehen. Das ist aber eine Frau. Fragezeichen im Kopf. Und egal ob Mann oder Frau, dieser Schlag hat auf jeden Fall gesessen. Flocke. Flocke ist völlig fertig. Dem hat's fast das Tattoo aus dem Gesicht gewischt vor lauter Schock. Eieieiei. Findest du nicht cool, ne? Ja, also sorry, aber es gibt keine Frau, die... Nee, hör mal auf zu reden. Findest du das jetzt nicht cool? Gina stellt hier die richtigen Fragen. Flocke, findest du das nicht cool? Weil es wäre doch geil, dann hätten wir so einen Dreierspann. Außerdem habe ich gesagt, es ist eine Frau. Ich dachte, es schmälert so ein bisschen die Situation in der Kennenlernphase. Ist doch geil, oder? Zweigleisig fährt bei mir, genauso wie ich nicht zweigleisig mit irgendjemand anders fahre. Das gibt's bei mir nicht. Das ist gar nicht mein Film. 0,0. Da bin ich komplett raus. Aber Jürgen? Die PS5 kann ich dann schon behalten. Das ist okay. Ihr habt doch jetzt, was weiß ich, 5, 6 Folgen mit mir. Das ist okay. Ja, da bin ich komplett raus. Wenn es noch ein paar Spiele gibt, mache ich vielleicht weiter. Das ist unser Ding. Und warum willst du da jetzt noch eine dritte Person zwischen uns stellen? So? Das ist totaler Quatsch in meinen Augen. Da würde ich lieber sagen, gut, nimm jemand anders, weil sonst, also das passiert gar nicht erst. Und ich glaube, da spielt auch so ein bisschen die Eifersucht mit. Vielleicht bekommt die eine Nintendo. Das ist kompletter Quatsch und gar nicht mein Ding. Tschüss! Und habt ihr das auch gehört? Er hat schon wieder Quatsch gesagt. Und Gina Lisa, oh mein Gott, wenn er das jetzt dreimal hintereinander wieder sagt. Quatsch. Deswegen habe ich mich doch in ihn verliebt. Ich hatte auch keinen Bock, das 5. Rad am Wagen zu sein. Oder dann, na, wenn, es ist eine ganz schwierige Situation. Und vor allem muss man hier auch feststellen, das hat sie sich ja nicht ausgesucht. Also, da muss man wirklich sagen, Gina Lisa kann ja nichts für diese Schwierigkeiten hier in diesem Format. Ich bin da so hin und her gerissen, aber trotz dessen freue ich mich natürlich ganz doll aufs Date auch mit Steffi. Wir werden Wellness machen, machen heute uns so einen schönen Spa-Tag. Sie ist bildhübsch, wir haben denselben Humor, alles ist so gleich bei uns. Wir schlafen gerne lange. Seelenverwandte incoming, oder? Das ist schon lustig und von Steffi habe ich eigentlich nichts mehr mitbekommen, außer diese Geschichte halt bei Bachelors. Und ja, das stimmt, die war ja noch bei Bachelor in Paradise und bei Princess Charming. Und letztens habe ich wieder mit einer sehr, sehr guten Freundin gesprochen, die auch sehr trash-affin ist und die meinte, die will vor jede Kamera, die ist so famegeil und die probiert es jetzt mit jedem Mittel, egal Männer oder Frauen oder was auch immer. Wie ist eure Einschätzung gegenüber Steffi? Seit dem letzten Date mit Gina haben wir eigentlich immer Kontakt gehabt. Wir haben immer geschrieben miteinander. Wir haben auch mal telefoniert miteinander. Ich merke da dann doch schon immer, dass es mir ja wichtiger ist, weil sonst wäre ich ja nicht so aufgeregt. Mein Bauch und mein Herz sagt bis jetzt, dass Steffi, das ist. Dass Steffi das ist. Und ich weiß nicht, wir haben Folge 5 und wie oft haben wir das von Gina schon gehört über andere Kandidaten? Einmal war es Diogo, dann der Tanzlehrer, okay, der Tanzlehrer war es nicht, dann war es Flocke,
Steffi? Ja, okay, da kommen schon einige hier irgendwie zusammen. Bist du jetzt mal hier bei mir in meiner Hut? Ja, sieht schöner aus, als ich mir gedacht hätte. Ja, gutes Gefühl. Ich muss dir noch später was sagen. Ja? Okay, das hab ich jetzt auch nicht. Ich hoffe nicht zu schlimm. Auweia, auweia. Ist auch ein geiler Ausdruck. Auweia. Ja. Stimmt, Steffi weiß noch gar nichts von ihrem Glück. Angeblich, dass es bei diesem Format um eine Hochzeit geht am Ende des Tages. Und ich weiß nicht, hat jemand auf die Tage geachtet? Das sind, glaube ich, nur noch 50 Tage oder so bis zur Hochzeit. Also, sie hat 20 Hunde, sie hat, keine Ahnung, zu Hause einen Ehemann sitzt, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was sie mir erzählen will. Es ist kein Ehemann, eher Flocke, der Boss, der sich auch Chancen hier ausrechnet auf weitere Spiele und eine Hochzeit in Vegas. Gesehen, auf einmal ist man ja dann so nackig. Waren wir mal kurz so ein bisschen nackt, weil klar, wir müssen uns ja ausziehen für die Massage. Ja, wie soll ich sagen, es war, ja. Deshalb mir fehlen die Worte. Und da fühlt man sich doch wieder wie ein Teenager, obwohl hier ein Gespräch auf Augenhöhe nicht stattfindet, denn die liegen beide auf dem Bauch. Und dann ist das natürlich nicht möglich, denn Gina ist natürlich schon so ein bisschen abgehoben. If you know, you know. Es ist so einfach mit ihr. Sie versteht es, sie fühlt mich. Sie macht mir keinen Stress, keinen Ärger. Sie nimmt den mir so und das ist so schön bei ihr, ja? Alles ist einfach nur noch perfekt. Und Steffi hat gerade erzählt, dass sie auch Brustimplantate hatte, die aber rausgenommen hat. Gina nicht, überraschenderweise. Und dann sagt sie auch, seelenverwandt, einfach seelenverwandt. Ich bin so Mrs. Plastic und sie eben Mrs. Natürlich. Und es passt einfach wie die Faust aufs Auge. Oh, oh, ich muss der Steffi noch sagen, dass ich heiraten möchte, was mein Plan ist. Wenn ich im Spa, wo denn sonst? Ja, lieber noch mal was trinken. Ja, lieber noch mal was trinken. So. Ja, ich habe mir vorgenommen. Und oh mein Gott, ich weiß nicht, was Steffi bei diesem Blick gedacht hat. Vielleicht hat sie den Raum, den Spa-Bereich, von oben gesehen und hat noch mal überlegt, wo geht's hier noch mal raus? Wo ist die Notfalltür? Wo steht Exit über der Tür? Das ist dieses Jahr. Das kann man gar nicht glauben, das kann man auch niemandem mehr erzählen. Die denken, die Lofi, die hat sie jetzt echt nicht mehr alle. Jetzt ist sie ganz durch, dass ich heirate in Las Vegas. Entschuldigung. Ja, nee, das willst du nicht wirklich, oder? Ehrlich jetzt, meine ersten Gedanken waren, steh auf dem Rennen. Also. Sag ich doch, deswegen auch dieser Blick zu den Türen. Wo geht's hier verdammt nochmal raus? Und ja, sie hat ja schon in einer der Folgen gesagt, boah, dieses Konzept von heiraten und Ehe, das sieht sie jetzt so gar nicht. Und jetzt kommt da Gina genau damit um die Ecke. Ich muss es gerade mit Lachen hier. Ja. Und ich weiß nicht, was hier passiert. Jürgen kommt mit so einem Sauerstoffzelt. Der denkt sich, oh mein Gott, das waren zu viele Lacher auf einmal. Kann sie das handeln? Heiraten. Ja, lass mich das. Ja. Ja, das ist halt jetzt noch die Sache. Also, du bist auf jeden Fall im Rennen. Also, ist ja gut, einerseits. Aber, ja, okay. Und Jürgen nochmal. Alles okay, Leute? Alles okay? Atmen, atmen, einatmen, ausatmen. Einatmen. Was machen wir doch immer zusammen? Willst du jetzt in der nächsten Zeit? Ja, noch dieses Jahr. Per se mir jetzt mal nicht schlecht, weil ich will sie auch kennenlernen. Nur ist es mit dem Heiraten natürlich für mich schon so. Erstmal die Luft weg. Jürgen, dein Einsatz. Aber unabhängig davon haben sie gerade gesagt, noch in diesem Jahr, 90 Tagen, wann ist Forsthaus zu Ende gegangen? Das wurde irgendwann im Sommer, glaube ich, gedreht, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich es nicht geschaut habe. Aber das bedeutet, sie haben wirklich direkt im Anschluss, was auch irgendwie klar ist, an das Forsthaus das hier abgedreht und hatten 90 Tage dafür Zeit. Und noch in diesem Jahr hieß also im letzten Jahr. Und spannend. Und ich glaube, von denen ist niemand verheiratet. Bei Flocke sehe ich ab und zu die Stories. Ich glaube nicht, dass der verheiratet ist. Und wie sieht's bei Steffi aus? Habt ihr da einen Einblick in die Stories? Meine Schwestern haben beide geheiratet. Mhm. Und dann habe ich mir jetzt gedacht, wenn ich jetzt, wann dann? Ne? Wenn ich immer, ja, immer so verschiebt. Und ich weiß nicht, vielleicht ist das mal so ein richtiger guter Ansatz, weil man dann vielleicht, wenn man eine Beziehung hat, den anderen Partner vielleicht noch mehr schätzt und ehrt. Weil man tut sich gar nicht so ehren und schätzen und lieben und alles für den anderen machen. Und Grummel, und sie hat ja so recht. Ja, und in einer Ehe ist es absolut ein Unterschied zu einer Beziehung. Wieso können die nicht einfach eine normale Beziehung führen? Kabibi, es ist scripted. Ja, okay. Ja gut, alles klar. Danke. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du diese Sicherheit, also erstmal die Sicherheit vielleicht hast vom Heiraten, ja, dann
lernst du dich natürlich anders kennen. Es war einfach für mich schon mal so ein gutes Gefühl für mich selber zu sehen, okay, ich bleibe und ich habe nicht so diesen krassen Drang, dass ich jetzt direkt weg möchte und die Person nie wiedersehen will. Dann, wenn sie aus der Tür ist, block it like it's hard. Block it like it's hard. Aber gibt's für dich dann jetzt noch eine andere Person, die du, weiß ich nicht, in der Auswahl hast? Ja, tatsächlich. Da ist jetzt noch ein Mann. Ein Schock für Steffi. Und das sieht man und das merkt man und da fällt ihr ja alles aus dem Gesicht. Das sind zwei Hardcore-Nachrichten. Erstens, sie möchte relativ schnell heiraten. Allerdings ist das hier ein Competition und da gibt es, wie gesagt, noch diesen Flocke. Also ich weiß gar nicht, welche Information ich schlimmer fand. Die Information, dass es ums Heiraten geht oder dass es noch einen Konkurrenten gibt. Also du und er. Ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, finde ich tatsächlich schlimmer, dass es noch einen Konkurrenten gibt. Absolut. Und sie mag das überhaupt nicht mit dem Vergleichen und sich diesem Wettkampf stellen um Gina. Denn natürlich aus ihrer Vergangenheit hatte sie da diesen krassen Moment mit Nico Griesert und das muss schon wehgetan haben. Und das nimmt die Redaktion jetzt natürlich auch nochmal auf. Denn natürlich hat sie auch Angst, wieder kurz vor dem Ziel. Und das Ziel hier ist halt eine Hochzeit in Las Vegas. Kein Geldbetrag, sondern eine Hochzeit. Aber selbst da ist es dann natürlich für sie übel, wenn sie wieder kurz vorm Ziel hier scheitert. Wir sind da so auseinandergegangen, dass Dina mir gesagt hat, dass ich für sie zum aktuellen Zeitpunkt so ihre Nummer 1 bin. Deswegen, ich war einfach nur heilefroh, wo ich es ihr sagen konnte. Und es ist das Mist und Stein vom Herzen gefallen. Wirklich. Und nicht nur ihr, ich glaube uns allen. Wir sitzen hier vor unserem Monitor und wir sagen einfach nur, puh, Glück gehabt. Glück gehabt, dass Steffi das so cool aufgenommen hat und diese Show hier noch weitergehen kann. Die Frage ist, geht's denn für Flocke weiter? Denn das nächste Date steht an, ein paar Tage später. Und Gina trifft Flocke de Boss. Wir haben gesagt, wir sind in keiner Beziehung. Du kannst noch mit jeder, ich mit jedem noch, alles noch cool. Mhm. Aber daten? Unangenehm. Hört, hört, perfekte Kennenlernphase. Boom, boom, egal mit wem, absolut okay. Daten? Nein. Aber um zu musst du ja auch erstmal daten. Nein. Gina. Gina, ich bitte dich, ich gehe hier einmal feiern, lass meinen Hosenstall ein bisschen offen im Club und zack, die Bohne. Deshalb gibt es doch dieses Sprichwort. Oh, apropos Sprichwort. Pieps, Schnup, egal. Pieps, Schnups, egal. Ich habe mich da mal an was dran gesetzt. Vielleicht spiele ich das noch hier in diesem Video ab. Und ihr könnt ja schon mal reinhören als kleine Hörprobe von einem neuen Song. Und nochmal hier zur Erinnerung, ich mache das einfach, weil ich Bock drauf habe. Und manchmal kickt es mich mit solchen Ausdrücken. Und ich liebe es, da so ein bisschen dran rumzuspielen. Wie Flocke auf seinem Controller an der PS5. Kabibi Time. Ich wurde erzogen von Krieger. If you feel it, ihr wisst, was jetzt you kommt. Can feel it. If you don't feel it, verpiss dich, du. Yeah. Ich komm im Autoscooter, bin ein Schießbudenstar und ich schau nun zu ihr rüber, ihr ist Pieps, Schnups, egal. Ich bring ihr Kaffee und mach ihn, wie sie ihn mag. Aha. Doch sie lässt mich stehen, denn ihr ist Pieps, Schnups, egal. Yeah. Yeah. Pieps, 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 ihr ist pieps, Schnups, egal, ich kann nichts dagegen tun, Mann, ich lieb sie nun mal. Ich sag pieps, 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 ihr ist pieps, Schnups, egal, ich kann nichts dagegen tun, Mann, ich lieb sie nun mal. Yeah. Wärst du eine Muschel, dann ne mies Muschelart, okay. Denn das Maß, das ist voll, mir ist pieps, Schnups, egal. Du hattest deine Chance auf den Key to my heart, doch ich sag's dir nun wie Gina, mir ist pieps, Schnups, egal. Wir haben gesagt, jedem okay, One-Night-Stands passen, daten, nein. Du hast die Regel gebrochen. Da war ich natürlich ein bisschen irritiert und dachte mir so, will die Gina mich hops nehmen? Will die Gute mich komplett veräppeln? Und die Frage ist, wurde das denn so festgelegt? Ich erinnere mich jetzt nicht an Gina, die gesagt hat, okay Flocke, du kannst dich wirklich hier nochmal schön austoben, gar kein Problem, mach's mit ihr, mach's mit ihm, völlig Wayne, aber wenn ich dann wieder pfeife, dann musst du schon vom Altar stehen. Ich glaube, das wurde nicht so gesagt, oder? Das hat er entschieden, das habe ich nicht zugestimmt. Das ist jetzt seine Meinung und das möchte er so haben. So funktioniert das nicht, ne? Das muss auch von beiden Seiten so kommen. Ja, und in dem Moment denkt sich Gina, oh, diese Steffi,
mit der habe ich keine Probleme. Mit diesem Kerl, der ist so typisch Macho-Bacho, das nervt mich jetzt schon wieder, diese Diskussionen hier. Aber es hat auch was Positives. Es ist schön zu sehen, dass es dir ja so viel ausmacht. Das heißt es ja, dass du mich ja gern hast. Du weißt ja, ich rede nicht gern über Gefühle, aber das ist ja, aber man muss unangenehm. Doch da, ich weiß, mir ist auch vieles unangenehm, man muss da jetzt halt mal durch. Es ist halt, wie es ist. Das gehört dazu zum Größerwerden und Älterwerden. Das gehört dazu und dann greift sie so seine Backe und macht, das gehört dazu, mein kleiner Freund. Natürlich, dieser Reifeprozess. Ich freue mich auch einfach, an deiner Seite zu sein und das mit anzuschauen, wie du dich so langsam, sehr langsam entwickelst. Überhaupt zulässt und zeigt, dass er so eifersüchtig ist, das wundert mich, weil du habe ich den noch nie erlebt. Also in den ganzen Gesprächen, wo wir Quatsch gesprochen haben, hat der sich nie so gezeigt. Aber ja, jetzt gibt's halt einen neuen im Rennen und der hat natürlich Angst. Der hat Angst um seine Spielesammlung. Ich finde es nicht einfach, zwei Menschen zu daten. Es gibt ja jetzt einen Mann und eine Frau. Das macht die ganze Sache für mich aber nur noch komplizierter. Mein Gefühl für Flocke, muss ich sagen, ist aktuell jetzt nach diesem Gespräch wieder intensiver geworden. Ja. So, und dann geht's schon weiter. Also die Stimmung zwischen Flocke und ihr ist wieder besser. Das heißt, wir können hier von einer zweiten Option sprechen. Obwohl ich so gefühlt in diesem gescripteten Format schon jetzt eher Steffi vorne sehe, weil da passt es, sagen wir mal so, besser, weil sie ein bisschen ruhiger ist. Aber egal. Also wir haben noch keinen Bräutigam oder eine Braut, aber Gina Lisa hat jetzt großes Interesse, schon mal das richtige Kleid zu besorgen. Ah, hallo. 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 Das ist unsere Braut. Hi, ich bin Lena. Lisa, hallo. Hi. Ja, das hat meine Mama mitgebracht. Hallo. Lena. Dann ist mein bester Freund, habe ich mitgebracht. Hallo, Freund. Lena, hi. Und mein anderer bester Freund ist der Matthias. Hallo, Hallo. Lena, hi. Und ich bin froh, dass sie gesagt hat, ihr anderer bester Freund. Und wenn ich Dirk wäre, der ungefähr seit 30 Jahren mit ihr befreundet ist und ich weiß nicht, wie lange sie den Matthias kennt, vielleicht schon länger, vielleicht auch erst seit Forsten aus Rampensau, wäre ich ein bisschen beleidigt. Und zum Glück hat sie es gesagt, sodass ich Matthias wieder gut fühle. Ja, ich bin auch ein guter Freund. Auch ein bester Freund. Gina! Ja? Du heiratest? Ja, das habe ich vor. Wer es wird, weiß ich noch nicht. Oh, echt? Wie, echt? Ja, und man merkt, dass die Dame aus dem Brautkleidgeschäft doch ein bisschen überrascht ist. Ich frage mich, wie oft das schon passiert ist, dass da jemand reinkommt und sagt, nö, also wen ich heirate, weiß ich nicht, aber Brautkleid besorge ich mir. Ja, es ist schon irgendwie komisch. Vorher war es ja anders bei meinen anderen zwei Töchtern, weil da war erst der Mann da und dann kam das Kleid und jetzt kommt erst das Kleid und dann kommt der Mann oder die Frau oder wie auch immer, lassen wir uns überraschen. Lassen wir uns überraschen und ich glaube, die Mama hat mit Gina einfach schon so viel erlebt und ich mag die ganz gerne. Die spricht relativ klar, die fasst sich kurz und die hat immer eine Meinung und das mag ich an ihr, weil die ist einfach präsent, sagen wir es mal so, und die hat's auf dem Kasten. Das kommt auf jeden Fall so rüber. Ausschnitt vorne, Ausschnitt hinten. Jawohl, jawohl, kriegen wir hin. Also Glitzer, Glamour, Gina Lisa, ne? Das ist einfach, weniger ist mehr. Oh mein Gott, und könnte das nicht der Titel für eine Nachfolgesendung sein? Jetzt schreit ihr bitte nicht, aber Glitzer, Glamour, Gina Lisa. G-G-G-L. Dreifach G. Steht vielleicht auch für was anderes. Und was hat sie gesagt? Weniger ist mehr. Als Untertitel. Auf das Kleid bezogen auf jeden Fall, ansonsten passt es nicht unbedingt. Zu Gina Lisa, eher mehr ist mehr. Ja, ich dachte, du willst eher so richtig pompös, dass du einfach... Die aber das so, ist so mit so ganz dickem Rock so und so? So würde ich dich sehen, ja. Sie ist so eine Prinzessin? Eine Prinzessin. Diadem, Schleppe, aber eher also Prinzessin-like. Das war, ist so meine Vorstellung, wie ich Gina sehe. Und dann zeigt er so ein Bild in die Kamera mit ihm und Gina und sie als Prinzessin, er als Prinz. Aber nein, okay, Dirk hat diese Vorstellung von ihr und ist ihr bester Freund. Würde ich sie so sehen? Klar, er kennt sie natürlich besser, aber so prinzessinnenmäßig, jetzt so auf einem Schloss in der grünen Parkanlage mit weißen Stühlen, weiß ich nicht. Dann schon eher Las Vegas und weniger ist mehr. Wir sind uns alle nicht so einig, deswegen, also ich bin gespannt, was am Ende bei rauskommt. Gina muss es gefallen, wir werden unseren Senf dazugeben und dann wird hoffentlich das perfekte Brautkleid für sie dabei rauskommen. Legen wir los? Ich freue mich. Ja. Ja, ich mich auch. Und wir sagen erstmal... Bis gleich, tschüss. Und wer hat jetzt auch ein Flashback an die Mini-Playback-Show? Sie geht in die Zauberkugel und sie kommt raus als Braut Nummer 1 mit folgendem Outfit. Wow. Das ist auch Gott, Dirk. Oh. So habe ich mir das vorgestellt. Oh. Ja. Aber das sieht ja wirklich schön aus. Ja. Sieht schön aus. Sieht wirklich schön aus. Richtig schön aus. So eine, mit Stil halt, ne? Ja. Mit, wie heißt dieses Wort? Mit
Stil? Ja, und ich weiß nicht, ich persönlich, mir gefällt es jetzt nicht so richtig. Oben ist es doch weiß und dann wird es doch so zu einem leichten Rosa, das gefällt mir nicht so gut. Aber das ist ihr persönlicher Geschmack und sicherlich gibt es viele Leute, die das super schön finden, wie die drei, die da sitzen. Es ist sehr schwer für mich, ja. Ich schwitze ja jetzt schon. Und das in Las Vegas, es sieht schön aus, aber ich, wie gesagt, fühle mich nur nicht so auf als so Hochzeit. Nee, das passt auch nicht zu Las Vegas, das ist viel zu groß und voluminös. Habt ihr mal die Kapellen gesehen? Also ich habe noch keine Kapelle gesehen, ich stell's mir so vor, dass die relativ klein sind in Las Vegas und wenn sie da reingeht, dann ist das schon alles so ausgefüllt mit dem Stoff vom Kleid. Allein mit der Schleppe, da sieht man kaum noch Elvis und Elvis guckt irgendwann so aus dem Stoff raus und sagt Hallo oder Hello. Ja, mein Favorit schon, ich weiß, tut mir leid, aber es ist nicht Vegas, da hat sie recht. Sehr schön. Sehr schön. Oh. Edle Seide und Spitze. Ein Kleid nach Mama Petras Geschmack. Und hier kommt dann noch ein Schlitz rein zum Beispiel. Und dann hier, was, dass mein Po noch ein bisschen weiter hochkommt. Ah, und da kommen wir der Sache näher. Es ist komplett in weiß. Ich habe es nicht ganz verstanden. Seide, Spitze, irgendwie sowas. Finde ich jetzt nicht schlecht. Ich glaube, es gibt insgesamt 3 Vorschläge. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, welches Kleid ihr am besten findet und welches Kleid am besten zu Gina passt. Das ist vielleicht ein Unterschied. Weil das ist so. Ah, das sieht das schon das toll aus. Aber das finde ich, sieht schon toll aus. Das sieht sehr toll aus. Das sieht sehr toll aus. Und das ist schon auch Vegas. Aber mich habt ihr ausgelacht, wo ich gesagt habe, Spitze. Und die Mama, Dirt of my shoulder. Jetzt habt ihr den Salat. Das sieht schon geil aus. Ich glaube, das nächste wird jetzt der Renner. Aber schön war es trotzdem. Es war ja, kaum wunderschön, wunderschön. Wow. Das ist Vegas. Das sieht tatsächlich schon ein bisschen nach Las Vegas aus. Ich glaube, jeder Mutter geht's gut, wenn sie ihre Kinder glücklich sieht. Kann man doch noch die Tränchen. Ja, und ich glaube, das geht tatsächlich jeder Mama so. Aber schöner wäre es ja jetzt auch, wenn sie im Leben irgendwo angekommen wäre und nicht nur in einem Brautgeschäft. Und das Kleid dann hätte, den Partner oder die Partnerin fürs Leben zu haben, ist nochmal eine andere Geschichte. Und wenn sie da wirklich glücklich wäre, dann ist es, glaube ich, nochmal ein schönerer Moment, das Champagnerglas nach oben zu recken. Ich habe mein perfektes Hochzeitskleid gefunden für Las Vegas. Ich danke dir, mein Schatz. Mein Schatz. Ja, ich bin glücklich, wenn du glücklich bist. Bin ich auch, Mann. Ja? Danke. Und ein kurzes Herzchen für die Mama und Gina. Und ja, es ist halt das Gefühl, als wäre da nicht nur das Brautkleid gefunden, sondern alles andere auch. Und ja, irgendwie ist es trotzdem ganz süß so. Heute ist ein ganz wichtiges Treffen für mich. Es geht um viel. Meine Mutter lernt einen Flocke und seinen Vater kennen. Ich lerne jetzt auch einen Flocke, seinen Papa das erste Mal auch live in echt kennen. Wir haben uns ja davor nur am Telefon gehört. Was? Ihr müsst mich da aufklären. Ich habe Forsthaus nicht gesehen. Mich wundert's jetzt nur, weil das doch beim letzten Mal so hieß, dass die kaum Kontakt haben. Irgendwie so wurde das doch erzählt. Und jetzt treffen die beiden Flocke und seinen Papa. Das wird ja eine ganz interessante Sache. Und irgendwie klingt das, als wäre es so ein bisschen scripted. Ist das dann der Papa? Oder wie? Das ist Quatsch. Nach längerer Funkstille haben die beiden wieder einen engeren Draht zueinander. Na, du Übeltäter? Hey, what up? Ja. Alles gut, mein Sonnenmann? Alles gut, mein Bester? Gut, dich zu sehen. Und Jeb, hat der nicht in Amerika gewohnt oder wohnt er da und ist hier fresh eingeflogen und irgendwie kommt er lustig rüber mit seinem Outfit, aber ich kenne die Hintergründe nicht und die Geschichte. Und jetzt ist er da am Start und die so, hey, what's poppin', what's up? Soweit geht's mir gut, wie geht's dir? Kann mich nicht beschweren. Bist du gut angekommen? Ja, gut, alles gut. Bist du aufgeregt? Nö. Da bin ich gespannt auf die Gina. Und die US Marines hat da auf dem Cap stehen. Wäre lustig, wenn er die Kappe von Louis gehabt hätte. Make America Gay Again hat er, glaube ich, mit einem roten Käppchen. Aber ja, egal. Er ist halt noch ein bisschen auch jünger, ne? Aber er ist trotzdem toll. Er ist trotzdem lieb und hat sein Herz am rechten Fleck. Mhm. Deswegen guck ihn mal an, sag mal was dazu, was du sagst. Sag einfach mal, was du sagst. Klar, vielleicht nicht so der perfekte Mann an meiner Seite, aber ist ja auch nur eine Option. Und wie verkauft das jetzt Flocke seinem Papa? Bei ihr ist es halt auch die Mutti, die heute dabei sein wird, weil wir werden die gleich kennenlernen. Okay. Bedeutet, benimm dich, das ist eventuell die Schwiegermutti in Spe. Ich benimm mich immer. Du benimmst dich immer. Und irgendwie kann das doch nur komisch werden. Ich hab's so im Gefühl, aber schauen wir mal.
Na, mein Hallöchen. Alles gut, ja, bei dir. Das ist meine Hallo, Mama. Hallo, Petra. Ja. Das ist mein kleiner Mann hier. Hallo. Erst die Mama. Erst die Mama. Hallo. Hallo, alles gut. Alles gut. Ja. So. Alles perfekt und der Papa hat den besten Opener am Start, denn er startet das ganze Gespräch mit einem Spiel, dreht sich um und sagt, wo ist die Flagge von Japan? Du, Gina, wo ist die Flagge von Kolumbien? Mama Gina, boom! Klein Sonnenschein. Ja. Naja, wie die Biefe, naja. Ja, schön, dass wir uns mal treffen. Jetzt lernst du China endlich kennen, ja. Da, wo du immer so über den Herrschwärmer dusch oder Und kam der Papa nicht aus den USA? Aber wieso hört sich dann, was ist das für ein Akzent? Beziehungsweise Dialekt, das ist doch kein Ami, der Deutsch spricht. Das ist doch, was ist das? Die Gina möchte ja heiraten. Und du? Und die Krankenfrage. Wir lernen uns ja erstmal kennen, weil heiraten macht man ja eigentlich nicht so von heute auf morgen. Da ist es ja auch mal wichtig, die Eltern kennenzulernen. Oder in dem Fall halt Petra. Mhm. Und du, mein Papa. Vater. Und ich weiß nicht, ob neben der Kamera so eine Präsentation steht, denn das sind die harten Fakten. Darum geht's heute. Er hat nochmal alles aufgezählt, wer jetzt da gerade am Tisch sitzt und was sozusagen die Aufgabe ist. Finde ich gut, so kommt man auf einen Nenner und weiß, um was es hier heute geht. Wenn man verheiratet ist, dann hat man vielleicht eher so diese Zusammenhalt und dass man sagt, okay, ne, dass man sich nicht so, dass man nach dem anderen schaut und... Und die Mama. Das ist also das Argument, warum Gina heiraten möchte. Und ich sag mal so, entweder hat sie ihre Brille nicht auf oder sie haben keine PowerPoint für sie angemacht, denn sie sagt eigentlich so nicht wirres Zeug, aber so random. Ja, also weil man dann so Halt hat und dann ist es halt so, in der Ehe hat man Halt und vorher, also Halt hat man, ja. Ich habe eine große Verantwortung im Heiraten. Ja, genau. Zusammenwirken, so ganz ehrlich, heute für mich eher so freundschaftmäßig, nicht so verliebt. Weil wenn man verliebt ist, da will man sich spüren, da will man sich küssen, da hält man die Hand. Und das ist mir jetzt aufgefallen, das war jetzt nicht so gewesen. Ja, alles wirkt hier so ein bisschen kühl und die knutschen auch nicht und fummeln und halten Händchen. Also sind noch beide sehr, sehr reserviert. Aber vielleicht ist es halt auch einfach so, dass das neue Spiel bei Flocke noch nicht angekommen ist. Ist klar, ist ein Aufreger. Sag mal, was ich dich noch mal fragen wollte. Ja. Wie ist das denn mit der Gina? Meinst du das denn wirklich ernst? Könntest du sie denn ernähren? Wenn sie jetzt heute mal ernähren, verdienst du so viel Geld, dass du sagen kannst? Seit 8 Jahren, ja, klar. Ich baue ja für Rolex, Louis Vuitton die ganzen Läden aus in ganz Deutschland. Okay. Also das steht außer Frage. Das ist ja auch das Ding. Bitte, was hat der gerade gesagt? Er baut für Louis Vuitton und Rolex die ganzen Läden aus. Deutschlandweit ist er federführend vorne mit dabei. Und schon auch eine interessante Frage von der Mama von Gina. Kannst du sie überhaupt ernähren? Weiß ich nicht. Interessant. Aber auch interessant, was er sagt. So, das, also du. Das ist ja so, was man als Mutter fragt, ne? Die Fragen kennt man. Also da hättest du ja auf Google eingeben können, Schwiegermutter fragen, wäre das gekommen. Wait a minute. Und ich sag mal so, ich hatte oft auch Aufeinandertreffen mit möglichen Schwiegermüttern. Und da wäre noch nie jemand auf die Idee gekommen, beim ersten Mal Treffen zu sagen, ganz ehrlich, also kannst du sie überhaupt ernähren? Wie viel verdienst denn du? Du hast doch dein Handy dabei. Online-Banking? Können wir mal da bitte zusammen drauf schauen? Ah, okay. Ja, klar. Kommensnachweis und polizeiliches Führungszeugnis. Ja. Führungszeugnis bitte einmal an Kasse 2. Nein, aber es ist schon, ja. Es ist schon, ja. Und ich würde, glaube ich, auch nicht sagen, wenn ich er wäre, um das hier weiter auszuführen. Aber okay, Rolex und Louis Vuitton. Ich frage mich, ob die Unternehmen davon wissen. Frage ich mich nur. Und wenn ihr das so weiter behalten könnt, wie ihr es jetzt habt. Ja, genau. Besser geht's gar nicht. Ja, das stimmt. Und ich liebe auch den Papa. Also wenn es so weitergeht, ihr seid so süß zusammen, ihr kommt ja kaum voneinander los. Das merkt man richtig, wenn ihr das behalten könnt. Ich liebe auch den Dialekt. Ja, dann ist es super. Und ja, ich weiß nicht, was er da sieht, aber ich hab's jetzt nicht gesehen. Ja, das stimmt. Was wichtig ist halt für mich, egal wie schwierig es ist, treu zu sein und zusammenzuhalten. Genau. Als ein Team. Das ist das wichtig. Das ist es, ja. Oh, und dann ist man wieder zusammen, alle vier zusammen. Es ist sehr, sehr unangenehm. Es ist sehr, sehr komisch. Und ich glaube, Petra mag Flocke nicht wirklich. Die wird dann halt sagen, politisch korrekt, ja, netter Typ, aber ich glaube, das ist es nicht. Und was denkt Flocke? Die Musik jetzt hier auch. Also meine Petra und ich, wir sind so. Ne? Also ich glaube, das ist schon manifestiert. Ein Herz und eine Seele. Alles gut, phänomenal. Man muss natürlich auch mit ihr umgehen können. Und das ist halt, wo auch viele Beziehungen gescheitert sind. Die Frage ist halt bei uns beiden, wer da bekloppter ist. Weil wir schenken uns da echt nicht viel. Und das ist zum Beispiel etwas, was die Mama, glaube ich, gar nicht hören möchte. Denn wenn sie ihre Tochter kennt, und
Ich glaube, sie kennt sie und weiß, dass sie so flippig und am Ausrasten ist. Ich glaube, dann brauchst du oder wünschst du dir als Mama so einen Gegenpol, der das so ein bisschen ausgleichen kann. Wenn du dann so einen Zappelphilipp hast, der immer Quatsch, Quatsch, Quatsch sagt, ich glaube, das passt nicht. Aber ich weiß, es ist scripted. Manchmal muss ich halt auf die Sachen eingehen, die ich hier sehe. Und dann denke ich mir auch immer, es ist scripted. Eigentlich ist es egal. Eigentlich ist es Quatsch, 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 Quatsch. Die Gina, die braucht irgendwie sowas Bodenständiges. Sowas Ruhiges, sowas, was sie auch mal runterholt. Was sie nicht noch aufputscht, sondern sagt, so, jetzt komm Mädel, jetzt sitzen wir mal zu Hause und trinken abends ein Glas Rotwein. Oder das, glaube ich, würde eher zur Gina passen. Und wenn wir die Augen schließen, sehen wir dann nicht auch irgendwie Steffi vor uns? Ja, Steffi bringt das genau mit. Sie ist der Ruhepol, Flocke nicht. Und ich glaube, die Chancen für Steffi haben sich jetzt hier gerade erhöht. Weil ich mag ihn total, ist ein ganz netter Mann. Aber ich glaube, er ist einfach noch zu jung und zu flippig. Ich treffe mich heute mit Steffi hier. Das ist das Haus am See. Ich finde, das ist so der perfekte Ort, um auch mit Steffi ein bisschen immer mehr Zeit zu verbringen. Und ich liebe es und das schreit so ein bisschen nach Sommerhaus. Die beiden wollen sich jetzt auch ein bisschen Zweisamkeit gönnen. Und ja, das sieht doch ganz romantisch hier aus. Süß, oder? Ja, reicht doch voll. Oh mein Gott, guck mal, das ist so cool. Süß, süß. Oder? Guck mal, der ist niedlich, der Kerl. Der Linke, der guckt schon die ganze Zeit wieder draußen. Ja. Oh mein Gott, und kennen wir den Kandidaten nicht aus dem Sommerhaus? Und wenn ja, ist das Option C. Ich liebe den Kerl. Bester Kandidat. Ich würde lügen, wenn ich jetzt sage, mir macht das alles nicht auch irgendwie Angst. Also, das ist auch irgendwie... Also, weißt du, wir haben uns total schnell irgendwie auch kennengelernt. Ja. Und das war ja so, wir haben uns einfach nur so kennengelernt. Also, gar nicht mit der, Intention jetzt irgendwie, dass wir am Ende heiraten. Das ist für mich schon so ein bisschen crazy. Ja. Das könnte man so sagen, dieser eine Abend in Köln führt dazu, dass Steffi eventuell bald vorm Altar steht. Wenn das was geben soll und wenn es was Ernstes und was Tolles werden soll, muss man sich ehrlich darüber reden, Gedanken machen, besprechen, alles, ne, so, ja. Bin ich vielleicht wieder die Person, die nicht reicht oder so? Und ich habe es ja vorhin schon angeteased. Steffi hat nicht nur Angst vor dieser Entscheidung, auch, dass sie es eventuell nicht wird. Da muss man sich einfach aber noch mehr sehen und so, dass du dann dieses mir gegenüber dieses Vertrauen und mir dieses Gefühl bekommst noch, weißt du? Weil es passt ja alles so, wenn wir zusammen sind. Vielleicht müssen wir uns wirklich mehr als einmal alle zwei Wochen sehen. Vielleicht hilft dir das dann auch, mehr mir zu vertrauen, dass du wirklich meine Nummer eins bist. Wir haben gut geschlafen. Ich habe lange nicht mal so gut geschlafen. Wir haben einfach gekuschelt, geschlafen und noch ein bisschen geredet. Das ist so schön, gekuschelt. Oh my gosh, und die Kichermäuschen, ja, die hatten eine wilde und wahrscheinlich auch actionreiche Nacht. Diese Nähe und Zweisamkeit mit Steffi fühlt sich halt ganz toll an. Ja, wir hatten einen schönen Abend, eine schöne Nacht gehabt. Das war sehr, 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 sehr schön gewesen. Ich fand's auch sehr schön. Ja. Ah, und wer das erkannt hat, ein Nagel von Gina ist ab. Zwei. Nein, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatten die eine schöne Nacht. Und das ist doch toll. Das ist doch toll zu hören. Wir könnten zusammen leben. Ja, wir können das schon schaffen. Also wie wäre das, wenn ich meinetwegen mich jetzt auf eine Hochzeit einstelle und dann klappt es halt doch wieder nicht, weil, ach ja, da haben wir noch einen anderen Typen und der ist am Ende des Tages doch wieder mehr Gefühl. Diese Situation, in der ich ja jetzt stecke, habe ich mir ja auch nicht ausgesucht. Also das ist Katastrophe, ist eine Achterbahn der Gefühle. Wirklich, es ist heftig. Das ist es und ich find's gut, dass sie wirklich mit den Worten schließt. Das habe ich mir ja auch nicht ausgesucht. Was sagt ihr zu dem Format? Was sagt ihr generell zu Gina Lisa? Schreibt mir das sehr, sehr gerne unten rein. Das war's schon wieder von mir. Ich wünsche euch nur das Beste, einen wunderschönen Tag an erster Stelle. Hoffe, dass es euch gut geht. Das war's von mir. Ciao. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Ich komm im Autoscooter, bin ein Schießbudenstar und ich schau nun zu ihr rüber, ihr ist pieps, schnups, egal. Ich bring ihr Kaffee und mach ihn, wie sie ihn mag. Aha. Doch sie lässt mich stehen, denn ihr ist pieps, schnups, egal. Piep, piep, pieps, ihr ist pieps, schnups, egal. Aha. Ich kann nichts